Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir laufen gerade ein bisschen durch Bangkok auf der Suche nach einem Zahnarzt für Annika. Denn ihr wisst ja, sie hat sich auf Bali den Zahn abgebrochen und braucht dafür eine Krone. Und hier haben wir genügend Zeit, dass sowas entstehen könnte. Deswegen versuchen wir das jetzt auch irgendwie zu lösen. Allerdings kommt der Zahnarzt erst um 10 und wir haben jetzt erst 9:30 oder so. Deswegen erstmal frühstücken. Ich wusste gar nicht, dass in Bangkok Eichhörnchen leben. Gesundes Frühstück. Wir sind jetzt in einem Supermarkt, weil es ja zum ersten ziemlich kühl ist und das ist echt angenehm, weil in Bangkok, ey, das ist nochmal eine ganze Nummer anders als in Kambodscha. In Kambodscha war es ja warm, das heißt warm, es war heiß, vor allen Dingen in der Sonne, aber hier in Bangkok ist es selbst im Schatten sowas von heiß, weil es einfach so schwül ist. Die Luftfeuchtigkeit ist hier viel höher, wodurch man die Wärme viel wärmer wahrnimmt, als sie eigentlich ist. Ey, du gehst kaputt draußen, ne? Wir sind jetzt seit 10 Minuten draußen und ich bin einfach schon klitschnass geschwitzt. Annika braucht neue Windeln. Die da. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass beim Zahnarzt eine Wasserflasche da dran geschraubt wird, damit die Werkzeuge, so Bohrer, der spült ja auch mal gleichzeitig mit, dass die halt Wasser haben. Weil das Leitungswasser hier, habe ich mir schon gedacht, dass man das nicht unbedingt so für den Zahnarzt gebrauchen kann. Deswegen füllen die sich halt immer die Cola-Flaschen mit dem Trinkwasser. Das gibt es hier in so großen 19 Liter Kanister, wie wir die auf Bali hatten. Füllen sich das in Cola-Flaschen und schrauben dann an den Zahnarztstuhl. Geil. Ich glaube sogar über 2 Stunden hat das jetzt gedauert. Aber danach gehen wir uns was zu essen besorgen. Das haben wir gerade in der Pharmacy gekauft. Das ist eine Antibabypille, weil Annikas Antibabypille jetzt alle ist. Und ja, ich würde sagen, das ist unsere Kinderüberraschung. Letzter Punkt auf der Tagesordnung für heute. Bustickets kaufen, damit wir morgen weiterfahren können nach Koh Tao. Das ist eine Insel. Inseln sind immer geil. Wie schnell das in Thailand dunkel wird, schaut euch das mal an. Es ist schon wieder stockfinster. Und wir werden natürlich wieder von jedem hier angequatscht, ob wir irgendwas kaufen wollen. Seien es Anzüge oder Essen oder was auch immer. Spielzeug, Touri-Scheiß, keine Ahnung. Brauchen wir alles nicht. Wir brauchen was zu essen. Und da haben wir uns heute was Besonderes für euch überlegt, was wir heute essen. Ihr seht, unser Abendessen heute ist natürlicher Art und Weise. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Wir probieren das gleich im Hotel, da ist ein bisschen leiser und ein bisschen besseres Licht hoffentlich. Boah, aber hier sowas Großes, Bonnie. Doch. Das guckt mich an. Ja und? Zeig ihm, wer das Stärkere ist. Was Komm. Krieg ich denn dafür? Im Dschungelcamp kriegen die auch was dafür. Du kriegst einen Daumen nach hoch von unseren Zuschauern. Jeder, der das jetzt sieht und denkt, dass Annika das nicht ist, der muss jetzt das Video pausieren, einen Daumen nach oben geben. Und wenn 200 Daumen nach oben sind, dann isst Annika das jetzt. Und? Ach, das schmeckt eigentlich nicht schlecht. Wie, du filmst mich? Mit den 2 Cola-Flaschen im Hintergrund. Für die Hater wieder. Ja, wir trinken Cola und wir trinken viel Cola. Ja, dieses blöde, organisch manipulierte Cola-Scheiße. Das geht ja mal gar nicht. Da stehen noch eine. Naja, wenigstens gibt's jetzt was naturbelassenes, insektenmäßiges. Boah, guckt euch mal die Flügel von dem an. Alter, ist das einfach. Isst du den oder isst du normale? Ja, ich esse die alle. Das riecht wie Trockenfutter für Tiere. Ah, bevor ich das jetzt esse, also ihr müsst mir keine Likes geben, ich esse das auch so, aber ich wollte noch was zu diesem Zeug hier sagen. Und zwar ist es ja so, wenn man so Bangkok und Thailand so
hört, dann denkt man ja automatisch so, oh ja, die essen ja Insekten und sowas, ne? Das ist ja sowas ganz Berühmtes hier. Allerdings ist es so, dass die Bangkoker sowas niemals anrühren würden. Das ist nämlich Essen für die Ärmsten von den Armen in Thailand. Die, die sich nichts anderes leisten können, die müssen sowas essen. Und die Touris, ja, denen verkaufen sie es für teuer Geld, ne? Hier diese kleine Box, da haben wir 1 Euro noch was für bezahlt. Geht eigentlich, ne? So gesund wie das ist. Okay, jetzt hier, komm, auf geht's. Oh, er guckt so süß. Er sieht so ein bisschen aus wie eine Garnele mit Flügeln. Hm. Salzig. Bah. Das ist eklig. Hm. Aber wenigstens ein bisschen Sojasauce und so drauf. Hm. Also ziemlich geschmacklos eigentlich an sich. Ziemlich trocken und geht nicht so richtig klein, diese Flügel. So ist ein bisschen eklig, egal. Okay, was ist das jetzt? Boah, das ist ein fetter Kopf, Alter. Bah, isst du die jetzt alle? Ich probier die alle durch. Auf jeden Fall. Ja, nimm mal den dicken Käfer. Boah, guck mal, das ist eine Heuschrecke. Ja, ein riesen Bein hat die hier, Alter. Die ist voll hart. Mm. Das ist echt unangenehm zu essen. Es schmeckt noch nicht mal so schlimm. Es ist einfach diese Überwindung, so einen Käfer zu essen. Oder eine Heuschrecke oder irgendwas anderes, so eine Made. Okay, die Maden kommen gleich. Jetzt gibt's erstmal hier den fetten, schönen Käfer. Bah. Boah, Alter. Die Maden waren ganz okay. So, du hast letztens noch in Phnom Penh bei uns am Balkon rumgekrabbelt. Bah, das ist voll crunchy. Dass der crunchy ist, Alter. Muss ja bedenken, das ist ja nicht wie bei einer Kuh oder so, die dann ausblutet und die Gedärme rauskommen und so. Du isst den Käfer ja mit seiner eigenen Scheiße, ne? Käfer gehören. Vielleicht kriegst du die Kuh ab. Ja, wäre ich ein bisschen schlauer hier. Und jetzt noch die fette Marder, Alter. Oh, die sind ganz geil. Ja, die sind okay. Ja, scheiße. Aber es schmeckt trotzdem einfach ein bisschen nach wenig nichts. Mit einem Hauch von Soja. Und stinkt einfach nur ekelhaft nach Trockenfutter. Warum tun wir uns sowas an? War das gut, Leute. Es war so gut, ich kann das gar nicht in Worten beschreiben, wie lecker das ist. Ich werde mich jetzt nur noch davon ernähren. Warum nicht? Warum kannst du sowas Großes nicht essen? Nein, wir können ein Blogfoto machen. Annika knutscht den Käfer. Das ist voll süß. Jetzt beißt ihm endlich in den Kopf, Mann. Boah, nee. Doch, nee, mach nee, jetzt mal. Nicht die Dicken. Warum nicht? Boah, nee. Das sind die Besten. Die sind randvoll mit Scheiße. Käferscheiße. Ich frag mich, wer die fängt. Ob die überhaupt gefangen werden oder ob die die züchten. Ich meine, in der Zuhandlung kriegst du die ja auch, um die zum Beispiel an deinem Watergam zu... Nee, frittiert nicht, aber lebend. Dann kannst du die ja lebend nehmen und dann einfach in die Fritteuse werfen. Ein Kumpel von mir, der hatte mal einen Bartagam, der hat immer so richtig fette Heuschrecken. Die waren nicht hier so kleine Pissdinger, das waren solche Oschis, die der hatte. Die haben ja auch Skorpione und auch große Heuschrecken gehabt, aber die verkaufen die nur einzeln. Die sind auch ja, richtig teuer. Ja, wenn du so ein Skorpion isst, die sind doch total giftig, wenn du die isst, nicht? Nee, nur hinten diese Stachel vom Schwanz ist, wenn giftig, wenn es ein giftiger Skorpion ist. Es gibt auch Skorpione, die sind nicht so giftig. Nee, ich esse aber wirklich. Aber den schneiden die einfach ab und dann kannst du den Rest davon essen. Ich esse noch eine Marder, aber sonst... Feigling. Nee, das kann ich wirklich nicht. Feigling. Tu es. Komm, Augen zu und rein. Das ist dann aber das Letzte. Ja, aber nimm eine große. Nee, wenn dann die. Okay, hau rein. Oh, warte, ich muss dir den Flügel noch abbrechen. Nein, du musst ihn mit Flügel essen. Ah, der Flügel ist doch das Beste, Schatz. Wie kannst du den Flügel verschmähen? Weißt du, sie ist für... Oh, nee, ich kann nicht. Doch. Mein Zahn tut das weh. Sie ist extra für dich gestorben, jetzt verschmähst du sie und ihren Flügel. Oh Mann, gib mir eine Fritteuse und ich bin bereit, im Wald zu überleben. Wow, und jetzt einen für Mama. So.
Mm-hmm.